Hallihallo und guten Abend zusammen. Wieder alles dabei? Ja. Nee, läuft, Ton kommt auch an. Gefällt mir, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Nee, bin zu dunkel. Pam, ich soll genauso schlecht werden wie mir. So. Dann geht's auf. Patch Day in PlayerUnknown's Battleground. Wollen wir noch mal schauen, ob was geht? Ich habe die unterschiedlichsten Stimmen, was das Ganze bis jetzt angeht. Einige sind nur am Schimpfen, was Lags angeht. Was das ganze Gameplay angeht. Und ja. Wollen wir uns davon überzeugen? Trifft die alte Regel zu, never play on Patch Day, oder können wir uns von einem besseren davon überzeugen? Wir werden sehen. Ich habe gleich meinen Duo-Partner, den Hossa. Aha. Sound resumed. Und da sind wir live. Guten Tag. Ja, du kannst jetzt neu starten, ne? Habe ich schon? Bugfix. Ja. Kam ja Lieder noch. Hat gerade noch einen Fix gebracht. Waren bloß 517 MB oder sowas. Soundprobleme behoben. Keine Ahnung, was noch drin stand. Ja, bei mir Lieder immer noch irgendwas, keine Ahnung, die MPs hat er fertig geladen, aber irgendwie. Keine Ahnung, was für Behinderung, dass er jetzt gerade in meinem Leiden hat. Text auf mein Twitch TV. Das Spiel ist am Bean. Brauch noch 2 Minuten 41 Sekunden. Ja, kein Ding. 2 Minuten 50. Gerade eh. No connecting. Also das Problem eher wieder schlimmer statt besser. Oder haben sie die Server runtergefahren? Die haben auch irgendwas mit die Server gemacht, weil da war irgendwas mit Server, glaube ich, auch dort gestanden. Dazu fällt mir nur eins ein. Connected, waiting for response. Dann warten wir doch mal für Response. Aber indem wir einfach hier nochmal Connection Close Reconnect. Yep. Naja, wer weiß, Gut. wahrscheinlich läuft es dann endlich wieder stabiler. Wäre auf jeden Fall wieder gut, wenn es richtig schön stabil laufen würde. Starten wir einfach nochmal neu hier. Also ich brauche noch eine Minute und hau mich in die Pfanne. Ich hab schon, aber er connectet nicht ins Spiel. Er bringt mir zwar Spiel, aber dann geht er nicht am Hauptserver. Fast alles ein bisschen ausgelastet, möchte ich behaupten. Ja, weil jeder sich jetzt ein Update und das ganze Zeug zieht. Scheint so. Ich bin einer davon. Ah. Da habe ich doch vorhin auch umgestellt, hat ein Steam Sound kostet 5 Punkte. Komm, normalerweise plus 3. Da sind wir nochmal reconnecten. Hatte ich noch was auf dem Ofen stehen? Muss ich nochmal gucken. Vielleicht
bewegt sich ja das Spiel in der Zeit dazu. So. Wäre jetzt schön, wenn es jetzt funktioniert. Ja, nein. Ich hab ein Ladescreen. Also es lädt schon mal. Und? Oh, dann canceln wir das einfach nochmal. Connecting? Nein, funktioniert nicht. Ja, warum soll ich Steam nochmal neu starten? Gerade starten irgendwie alle Server nochmal neu, auch der Bot-Server hat nochmal neu gestartet. Oh. Lassen wir nochmal die UI neu laden, vielleicht macht der dann was. Ah. Gut. Dann werde ich mich mal in den anderen Channel schnell runterschlagen. Seid ihr neu im Spielen? Platz 3. Ha, ist ein neues Update da. 517 MB. Schon wieder? Ja. Noch ein Fix hinterher. Aber. Ich doch schon mal nochmal. Ja, jetzt war nochmal einer hinterher. Und. Ja. So. Gibt immer nochmal was. Server. Ich ja. Aber jetzt war noch mal eins, weil ich habe jetzt noch mal neu gestartet. Update. Weil jetzt hat er mich gar nicht mehr connecten lassen. Lol, jetzt war ich connected. Ja, dann laden wir es halt schnell mal. Laden wir es halt schnell noch mal. 888 Kbits die Sekunde, ja läuft. Ach komm, jetzt hätten wir fast das Schade Ding doch nicht, oder? Hast du auch noch mal? Channel switched. Es gibt noch mal eins obendrauf. Ein Update. Server könnten wir starten jetzt schon, ne? Kommt noch eins jetzt. Also ich hab grad nochmal die Meldung drin, dass noch eins wäre. Ja, aber ich kann jetzt zum Beispiel schon auswählen. Hab die zwar den Dingsbums drinnen, aber ich kann Server auswählen. Publisher-Wochenende, bla bla bla, weiter schließen. Machst du jetzt nochmal Update oder soll ich es nochmal checken oder? Drücke mal Radio. Halt mal einmal wieder ein Spiel rein. Update News, bla bla bla, Eigenschaften. Updates. Oh, scheint doch aktuell zu sein. Starte! Jawohl. Jetzt kriegt ihr auch wieder Bild. Oder auch nicht, oder doch? Mit. Kann man beim Ankport irgendwie das Video bei Dings stoppen bei denen? Nö. Yay! Läuft immer. Meldung. Wo? Achso, klar, ich kann kein Solo auswählen, weil, ja, macht Sinn. Ja, bist du in der andere Lobby jetzt rein? Nein, bin schon da. Ja, aber ich hab schon ready gedrückt. Ja, hast du, ich aber noch nicht. Jetzt gerade noch am gucken, ob jetzt hier noch irgendwas rumsteht, oder? Außerdem muss ich jetzt erstmal in die neuen Einstellungen hier reingucken. Was kann man jetzt hier alles verbummeln? First Person Ausrüstung hat an. Wollen wir sehen. Waffenslot will ich auch sehen. Helligkeit. Farbenblind bin ich nicht. Anti-Analyzing. V-Sync. Jawohl, schau an. Aha. Anwenden. Gameplay. Eingabemethode. Ducken, liegen. Halten, freie Ansicht, Atem. Aha.
Gesamteffekte. Push to talk, Sprachkanal niemand. Haha. Ja, gut. Sieht gut aus. Frag mal schnell die anderen beiden Lauser, die sind nämlich fertig, ob die auch noch mitmachen wollen dann. Channel switched. Keine Ahnung, ich habe zwar immer noch die Update-Meldung drin, aber geladen hat er jetzt nichts mehr. Ja, ich glaube mal jetzt gerade mal den Patch nochmal runter und dann geh ich rein spielen. Ha, willst du gleich mittun? Ja, freilich, wenn es dann in. Noch jemand? David ist gerade nicht da. Dennis? Dennis ist auch nicht da. Ah, dann nehme ich dich halt mal mit hoch. Ja, nimm mal David auch gleich mit. User was moved out of your channel. User was channel moved switched out of your channel. User was da, nehmen wir den auch noch mit, channel, dass er nicht allein unten sitzt, sonst ist wieder. So. Aber ich hoffe, es läuft so. Wenn es wieder umeinander spackt, dann gehe ich wieder raus, aber dann mache ich nicht mehr. Bin gespannt. Wenn nicht, wird der Counter gestreikt. Ist mir dann auch Schnuppe. So. Obla. Noob. Wo ist mein Noob? Noob. Na klasse, Noobs. Die eine Meldung, wo sie da im Bildschirm anzeigt, die hat es nämlich vorhin nur die ganze Zeit noch nicht angezeigt. Ja, aber ich war jetzt noch mal draußen und es kam nichts. Kann aber auch hier in dem Fenster nichts anwählen. Aber warum macht denn der alles im Browser auf und nicht im Steam-Markt? Also im Steam-Overlay oder keine Ahnung? Wer ist denn jetzt alles von euch online, der sich einladen kann? Noch keiner. Bin noch nicht im Spiel drin, weil ich gerade das Update noch mache. Bin schon in der Lobby drin, Martin. Jo, aber trotzdem ist keiner da. Boah, das Holz verlämmt ist ja schon cool. Und jetzt gibt's die Beanie, verdammte Hacke. Hallo? Hallo? Auf geht's! Ich hab mir schon gedacht, da quatscht doch wer! Ja, deswegen auf geht's! Oh, das ist schön! Die roten Schuhe sind so gefallen, ne? Die haben anscheinend so genügend gezogen. Der schwarze Mantel, 92 US-Dollar. What the hell? Auf der Map liegt er umsonst rum. Ach, ich mach mal aus den Dingern nix, weil das interessiert mich nicht. Ja, Motten. Ja, nee, ein bisschen muss man hier schon beitragen zum Spiel. Ja, was? Die Kisten umsonst mache ich auf, ist okay, aber ich mach doch nicht Witz. Nee. Machst du mal wegen weniger CSGO-Kisten ab? Ich freue mich auf das eine Ballerspiel, wenn das rauskommt, Fabian. Ja. Escape from Tarkov. Ja. Das wird hart.
mal gucken, ob es mal holt. Deine Seiten reizen würde es mich schon, ja, aber. Ja, David, du spielst aber nicht gern Hardcore. Richtig. Ja, wahrscheinlich die ersten 10 Matches werde ich wahrscheinlich. Da werden die meisten dann rumbelbern, weil. Es ist dann das gleiche, als wenn du jetzt ein Battlefield Hardcore spielen würdest. Passt. Da gibt's aber Visiere. Ja, da hast du wenigstens noch ein Fadenkreuz. Ja, dafür hast du auch dein Visier, ne? Ja, richtig. Geh noch in die Augen, dann können wir starten. Komm erstmal rein ins Spiel. Aber die haben jetzt fast 6 Stunden gebraucht, um das nochmal zu fixen, hey. Ja. Ah, schickt's noch mal Einladung mit Pfeifen. In einem Spiel drin. Haha, nächster Bug. Keine FL. Was Sonic ist offline. Ich bin in der Lobby. Liga Party. Hey, seid noch in der Lobby. So, warte, jetzt ich hab dich eingeladen. Ja, jetzt geht's. So, dann lass David doch in der Party. Jetzt kurz auf den David warten. Machen wir Auto-Matchmaking rauf, nicht dass man jetzt schon fünften kann. Nee, das geht noch nicht. Warum ist es dann noch drin? Normal, wenn du 4 hattest, dann war es raus. Aber mit dem neuen Mod haben sie auch ein bisschen was verkackt, ne? Da gibt's keine Statistik dafür. Und warum fällt der in den normalen rein? Das ist ja nur Beta. Hey, wenn du wieder da bist, sag Bescheid, weil dann drück ich ready. Oh, alles easy. Was ist mit dem kaputt? Der hat eine 14er KD. Cheater oder was? Go. Oder Camper. Hat er halt auch nichts gebracht, die neuen Camper in Heisel, wo ich da schossen hoch. Der Typ sie hat 29 Runden gespielt. In 14 Stunden Spielzeit. Und hat dabei 173 Kills gemacht. So. Wahrscheinlich aber die AFKler gekillt haben. Wäre Taschenrechner interessant. 173. Das ist so wie der eine Streamer, da wo ich heute zugeschaut habe. Durch 920. Ja, okay, 6 Kills im Durchschnitt, ist aber eigentlich drin. Ja, im Durchschnitt in 2 Games jeweils 14 und 16 Kills gemacht. In 2 Games der Streamer. Ja. Typ ist. Du meinst den einen Kerl da auf YouTube? Mhm. Ja, der ist übelst, der ist total der krank, Gott, Mann. Wie heißt der? Crimes? Crims? Ja, irgendwie so, der ist total krank. Wo er das eine Mal da in die ganzen Häuser einfach reingerannt ist und jeden einfach gepusht hat und einfach alle erschossen hat. Du krank, der Kerl. Ha. Huh. Wir campen jetzt die Brücke ab. Da werden bestimmt welche kommen. Kommt das erste Auto brrrt, down. Wenn jeder auf das scheiß Auto schießt. In die Luft. Oder wo der eine ausgestiegen ist, hinten rumgerannt ist bei der Tankstelle und dann er so, der impft jetzt bestimmt in die Tankstelle rein. Ich stehe außerhalb der Tankstelle, ich hol ihn jetzt. Brrrt, tot. Der Kerl Zuschauer hat 16.000 Zuschauer auf Twitch. Oh, ich bin ready. Wie so lang. Go Fabi, go Fabi. Ja, ich drück das schon die ganze Zeit, geht ja nix. Ja, da musst du refresh. Hatte ich heute auch mal. Mal Refresh gedrückt, dann ging's. Jetzt so. Es funktioniert. Let's play on Patch Day.
Das muss ich mal überraschen. Naja, meine CPU ist eigentlich noch ziemlich schön weit unten. Halt 32% maximal. Oh, war am Anfang, wo es nicht leckt. Auf dem Auslöser-Server ist gerade gegangen. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt irgendwann einmal eine neue Grafikkarte holen müssen. Anfang der nicht leckt, also ich weiß nicht, Alter. Nur weniger FPS wie vorher. Also ich hab 33, 34, 40, 50. Jetzt steigt's. Von wo kommen wir denn? Oder Militär? Wo stürzt man ab? Am besten mitten ins Meer. Jawohl, jetzt haben sie da den Hammer hinzu. Schön. Farm, Ruine, Schule, Krankenhaus. Ja, Shelter. Alles schön hin. Hospital. Menschen. In der Menschen war ich letztes Mal. Shooting Range. Ja, lass Richtung Grün. Und tschüss. Die Scheißfliege geht mir aufs Sack. Ja, da war an deinem Sack nichts zu suchen. Ja, zock ich nicht, kommt die blöde Fliege nicht. Zock ich, da hockt sie die ganze Zeit am Arm. Ui, da ist ein Haufen. Ich schau, dass ich gleich da runterkomme. Ich zieh gar nicht so weit vor, ich will die Häuser hier. Na dann. Ja, runter. Jetzt zwar jetzt geschafft. Ja, ich auch, aber. Dauert mal zu lang. Weil wenn die dann hier runterziehen, haben die vor uns die Waffen und bumsen uns bloß. Was ich jetzt definitiv mal überprüfen werde, es gibt nicht. Ja, warum hab ich jetzt ein Ding bekommen? Ich. Lol. Bin am. Ist klar. Ja, schon wieder ein Auto. Mal ein Haus, wo gar nichts ist. Es gibt auf jeden Fall eine angebliche Dropkarte. Ja, aber die stimmt nicht. Ah ja. Schon geguckt. Okay, die Server sind definitiv noch ein bisschen hinterher. Richtig. Ich drück die Tür und eine Sekunde später geht's auf. Ne, lecken tut's nicht. Alter! Nee, vergiss es, das ist immer noch so wie vorhin. Das ist eine Pistole. Du bist eine M4. David. Jo, ich komm. Aber wie gesagt, ich hab eine AK halt. Die Lex sind immer noch da. Wo läufst du hin? Ja, du warst doch gerade in den Raum. Warte, ich leg da die M4. Ich hab da AK-Munition. Mit Munition. Ich hab bloß 8 Schuss, aber ist ja wurscht. Mehrere Nummer. Auto von weiß. Westen. Nee, ich dir 8 Schuss gegeben. Ja. Oh, jetzt war mal Leck da, ja. Auto zu uns beim. Ja, danke. Beim Fabi, oder? Einer? Zwei mehr? Zwei mehr. Einer ist auf jeden Fall low. Ich bin low. Da stopft einer um die Ecken. Ich will über die Mauer, Mann!
Also zwei haben wir. Aber einer ist doch hinter raus noch, oder? Genau. Da rennt doch einer rum. Ja, hol ihn. Ja, der hat mich wieder boxt. Da hat's dann zerfledert und der Helm gehört mir. Da kann mich mal wer aufheben, bevor er lootet, das wäre super. Meinst du? Warte, wo bist du denn? Er will gehilft werden. Drück doch F schon. Ah, jetzt. Er will gehilft werden. Die M4 Munition lässt bitte in David drin. Ist schon weg. Ja, dann legst du in David was, sonst hat der keinen Schuss mehr. Ich hab gar nichts. Ja, hier, warte mal, ich hab mir ein Verband rein, den Rest kannst du haben. Ich such grad selber noch. Hier oben ist nix. Hab da einen Verband hingeklickt. Da wurde ausgelassen, aber hier oben wäre noch ein Zweier Rucksack und Nachtfachsuche. Alter, ich hab Stammbild. Alter, ich hab Lex of Dooms. Spielbereich. Spielbereich, yay, im Spielbereich, aber trotzdem geht er auf die Military. Mama, ich hab ich brauche unbedingt Munition, ich hab... Ich hab nur ne Schrot. Alter! Ich hab ne Schrot mit 13 Schuss und ne Pistole mit nichts. Ja, da steht ne Auto, lass es... Ja, lass das Auto, lass davor noch und dann ab in die Military. Fabian? Druck, Sonic, Druck. Der ist schon unterwegs. Ich bin da schon im Auto. War die noch eine Stufe 3 holen? Hey, hopp. Hab ich grad gefindelt. Ah, jetzt sieht man okay. Auto sieht man jetzt wie besetzt. Vorne. Achso, vorne links, vorne rechts sitze ich, okay. Ah. Neben der Map hat man jetzt so. Braucht man also. Da ist schon gelootet, ist schon alles offen. Fahr doch blaue Markierung. Dann schauen wir, dass wir da alles mitkriegen. Und dann entweder haben wir Boot oder können wir über die Brücke. Man kann sich im Auto nicht mehr heilen, Leute, ne? Auch keine Energy einnehmen oder irgendwas. Hier ist auch offen. Vorsicht. Sehen tue ich hier keinen. Hier ist 5,56er. 30 Schuss in der Speisekammer. Druckerkappel. Haben sie da bestimmt irgendein Kapuff in Ruhe gelassen. Da steppt der Sonic. Im letzten Kapuff ist die Tür zu, ich trau denen nicht. Jui, nochmal Pistol Money. Jetzt wenn mir nur einer UMP liegen gelassen hat, bin ich glücklich. Revolver. Na, die haben Ahnung gehabt, die waren wirklich überall. Die kleinen Verbände haben sie liegen lassen. Glück für mich, kann man wenigstens sagen, hochhalten. Dann haben sie vielleicht Köfferchen. Südost 150, hinter der Brücke ist ein Auto, das sind welche. Nichts, Alter, gar nicht. Haben wir die ja, die hatten wirklich Ahnung, die haben alles gecheckt. Ich hab hier einen Kanister. Das war's. 10 Verbände habe ich gefunden. Hab überhaupt keinen Verband. Ein Norden. Ja, es kommt auch was hinter uns, ja. Ja, ich hab 10 Schuss, also. Ich werde meine Quinne. Die sind raus, die einer läuft runter. Zweiter jetzt hinterher. Die laufen direkt Richtung Strand. Komm, lass uns die krallen, vielleicht haben sie noch was. Zieh runter.
zieht runter, Vollgas. Die kriegen wir. Auf blau zu, die, also Südwest. Scheiße, hocken sie schon im Boot, wa? Jupp. Lass da mal daher schießen. Nee. Ich warte da doch die Muni. Haben wir noch ein Boot? Dann steigen wir doch ins Auto angehen, rein, fahren wir zum nächsten Ding hin. Ohne Muni ist das echt scheiße. Ich schwimme drüber, weil... Da gehst du jetzt wieder allein. Ja, vielleicht habe ich doch drüben Glück und für neue Munition oder einen Scheiß. So, Martin? Ja? Könnt mich unterwegs einsammeln? So lau war ja noch nicht unterwegs sein. Ja, die 2 Meter laufen jetzt an und fahrt ihr vor ins andere zum großen blauen Haus. Ich komme gleich nach. Und da rechts zu dem Haus. Oder so. Boah, hier war keiner, wie es ausschaut. Jawohl, bei mir schaut's auch gut aus. Aber trotzdem nichts da. Fuck. Bei mir doch. Ist PS12K. UMP. Uzi. UMP gefindelt. Oh, und Energie. Heilung Bogen, Alter. Nee. Medikalgriff, naja, komm. Pumpe mit. Oh, auf den Pfeil und Bogen wäre so viel Munition da. Jetzt spiele ich Pfeil und Bogen. Pass bitte auf der Brücke auf, da stehen welche. Rotz mal um. Wenn ihr Glück habt, komm ich zum Boot und könnte ich euch abholen. Na dann. Ja, nice. Dann Glück mal. Ich hoffe, das haben sie nicht versenkt. Ich mach mir jetzt ein Achtfach auf die UMP, das wär's doch, oder? Ich bin mich mal heilen. Oh, ich glaube, die haben das Ding versenkt. Oder? Nein, es ist nicht versenkt. Es steht im Wasser. Ich hole euch ab. Wofern es mir nicht erschießen. Fabian, wenn du AK-Munition findest, bitte mitbringen. M4-Munition würde ich auch nehmen. Hab bloß 10 Schuss. Ja, was ist denn das für scheiß Bock, Alter? Ja, ich hole euch Auto. Ab. Achso, Hossa. Holst du Fabian Strand? Ab. Oh, der will noch ein Haus. Ja, das habe ich eigentlich gerade vorhin gemeint, das große. Zone. Lass uns schnell runter zum Sonic. Blau ist markiert, da kommt er. Ein bisschen reinschwimmen müsst ihr nämlich. Ja, ja. Servus, Reverend Nobody. Dann hau ich jetzt meine AK weg und nehm die Uzi mit. Was? Meinst du? Ich hab bloß 10 Schuss. Bringt mir nix. Hab noch Pfeil und Bogen. Warum jetzt echt kleinen Achtfach auf die UMP dann? Ja, soll ich dann daher fahren? Mit dem Boot? Oder wollt ihr das Stückel dann laufen? Schauen wir mal. Ich bin auf dem Weg zu dir. Alter, warum steigt ihr immer in die falsche Seite ein? Rücksteuerung 1. Weißt du, oh, schade. Steigt aus Beifahrer ein, steigt auf der Fahrerseite ein. So, da wird genug liegen.
Kein einziges gesehen. Wollte das Boot holen. Oh, wer ist auf sich war? Oh. Rosa! Cool, ich bin Lowlife. Ja. Erst und gleich noch weiter, weil die Zone kommt. Ja, ja, genau. Rechte Seite. Und die Wolke am besten. Bin ausgenockt. Oh, müsst ihr wohl schwimmen. Aufs. Ja, muss mehr schmalen. Kacke. Wir haben halt schon SKS und den ganzen M16 A4. Ohne Evid kommt jetzt näher. Die Schmerztabletten sind ja geil und die Verbände auch. Warte, ich bin jetzt komplett mit Schmerztabletten und Ding, also mit Heal komplett leer. Ja, ich wickel jetzt nochmal schnell nach. Und dann gehe ich da vorne steil. Ja, freilich Zone, aber ich gehe jetzt da vorne in die Hütte steil rein und dann. Wird, so zu sein. Wird umgelegt, was da ist oder auch nicht. Muss ich mal losrotzen hier. Ah, jetzt sollst du mal beeindrucken. Rechts, rechts hat geschossen. Da Stufe 2 Helm. Uzi. Hier bei gleich Martin. Ins nächste Gebäude da drüben. Bei Martin ist Stufe 2 Helm. Oh! Ah, 30 Schuss für die AK. Oh, gerade hast du weggeschmissen. Ja. Fabian, hast du Helm? Ja, hab ich. Zweier? Ja. Ich hab einen Einser. Ja, hol dann. Da, wo ich drin war, ist einer. Die im Wasser verreckt sind? Nee. Weil sie kein Boot haben. Hier ist sogar ein Dreier, lol. Zweier Rucksack, Dreier Helm. Hier ob gerade Dreier Helm, streitet euch drum, wer schneller ist. Na naja, okay. Was? Hände? Verbände. Achso. Verstanden, Hände. Ich hab einen Zweifachsflug und der Holograph. Ich hab einen Achtfach, aber der geht nicht auf die OMP. Ich bin Sater für die AR und SK13. Da vorne kommt der Airdrop. Wir haben knappe 2 Minuten. Ich gehe jetzt da oben in die Hütten rein und dann sollten wir schauen, dass wir runterkommen. Dahin. To Blue. 15 Leute. 18. 15, du musst uns abziehen. Richtig. Ja. Ups, I did it again. Jetzt wo ist das auch? Beste.
AK-Muni? Ne, da liegt eine S. Oh, scheiße, jetzt hab ich's. Eine Ska, aber ich hab keine 5,56er. Da liegt halt eine M4. Auch ohne Muni. Also war was AK, da. Ich hätte AK-Munition, falls wir braucht. Ne? Ja, die 5,56er Muni. Ne, hab ich nicht. Abmarsch auf Blau. Das 17 Schuss. Ah, was ist eine 40er vor uns? Schauen wir mal, was passiert, wenn die Zone nur ein wenig wandert. Wer fühlt das noch verrecken? Unten ist schon ein Auto, also ist definitiv was in der Military. Ach, lass ins C reingehen, scheiß drauf. Kleinem Schutze der Gebäude und dann. Luzi! So. Machen wir alten Counter-Strike-Trick. Rechts hinten wird geschossen. Hier ist was bei mir, kommt ihr mal? Ja. Check mal einer unten mit, ich weiß nicht, ob der hinten runter ist. Fabian, kommst du rein, machst die Tür zu, bitte, danke. Genau da hinten. Geh du mal hinten hoch, Fabi. Komm, Druck. Geh einfach den Gang unten hinter. Den Gang unten hinter. Der ist hinten an der anderen Treppe. Wenn du von der Treppe hochkommst, links, also gegenüber ins Zimmer rein. Scheint bloß ein Einzelner zu sein, weil sonst hat sich nichts gerührt. Instant down. Da war keiner mehr. Zugriff! Zugriff, Leute! Wo kann man denn nicht looten? Ach, da ist die Kiste. Da ist vorher gelieft. So, oh, 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 ich geh drauf. Spiel verlassen. Boah, ich nehme mal kurz den Halt. Zweier Helm hier noch. Du hast deine Tür unten wieder zugemacht, Fabi, oder? Ja, yep, hab ich. Gut, weil das sollte ich mitkriegen, wenn da hinten einer reinkommt. Den Molotow könnte ich noch brauchen. Auch die Bratpfanne für noch. Ja, Pfändchen wäre toll. Ah. Braucht wir einen Zweifach-Zoom oder das Holograph? Das habe ich immer noch. Jetzt mache ich einen auf Hardcore. M16 A4 mit 8-fach. Warum M16? Bin ich denn behindert? Wenn da eine SKS rumliegt. Eine K. Wir sollten weiterschauen, Junge. So, warte, ich muss mal schnell die K hier umdübeln. Ja, mach nicht zu lang, weil Zone tut jetzt dann weh. Markier mal einer die neue Mitte oder so, oder wo wir hin sollten. Irgendwas mit Deckung am besten. Was denn? Oh, sagt keiner was. Da. Blau. Ist hier rüberwärts laufen. Dann gehen wir wegen am Rand entlang. Oh, ich spielt echt den Scheißbogen. Da vorne ist so ein Bunker in der Mitte, den könnten wir eigentlich bekommen. Warum braucht ihr da am längsten? Weiß halt bloß nicht, ob da was drin hockt. Ich spiel jetzt einfach auf übelst YOLO. Ich spiel jetzt übelst YOLO. Ne, hier bei mir ist nichts in der Grube. Ich heil mich mal schnell. Da drüben rennen welche. Wo da drüben? Ah, da vorne! Da drüben ist nicht. Bei 195, ja. Ja, Nachland.
Mein Sichter. Bleib dein. Sind genau einmal am Deckel drüben. Links vom Deckel, Fabian. Da könnt gleich links unten kommen bei 165. Ja. 165. Über dir, Ralf, über dir. 95. Scheiße! Genau da wollt ihr jetzt nicht, nein. Och, Alter, spring halt jetzt da rauf. Was ist denn kaputt mit dir? Ja, die sind zuerst in der Zone. Bin tot. Zu spät losgelaufen. Wir hätten wesentlich eher loslaufen müssen. Dann wären wir vorhin nicht schon dort gewesen. Ja. Ja, das ist die schwule Warterei immer. Ja, ich brauche mich halt auch nicht mehr heilen. Das ist immer... Es geht ja schon los mit da drüben läuft wer. Da drüben habe ich 360 Grad gesehen. Das. Ich hätte ja sofort mithelfen können, wenn ich weiß, wo du bist. Oder wo die sind. Wenn ich den ausnocken kann oder irgendwas, muss ein Mate umdrehen. Aber jetzt haben sie wieder das Connection-Problem, ne? Jetzt musst du wieder klicken. Mach einfach rum auf Refresh, ein paar Mal, dann bin ich schon drin. Oh, ne, geht schon, bin schon drin. Sonic fehlt mit Ready? Ja, Connection-Problem. Dann mach doch einfach oben auf Refresh. Weiter, ja, siehst du, ich hab einfach auf Cancel und hab auf Connect und schon war ich drin. Okay, Spiel ist aus. Deckt mich doch. Wer die Match Bittering? Beim Abspiel ist da viel aufgetreten, ja, das weiß ich auch. Sonntag. Sonntag ist Halbzeit. Und Freitag. Ready. Ja, der Fling nervt mehr gerade, die Sau. Da mal der Wischer das blöde. Bleib ja ruhig. Wo ist der Wischt? Du blöder! Hast du jetzt eine gescheppert? Der war im Bauch gekriegt, der ist guckt, bei den Flingern aufgeklatscht. Das nennt man, da trainiert man die Bauchmuskulatur. Hab ich den Fling erwischt? David, da ist noch ein Fling. Schnell, nochmal die Krise von da aus. Scheiße, aua, jetzt ist gemacht von. Autsch. Bitte jetzt irgendwo hin, da wo es auch Munition gibt. Oh, jetzt blau. Ja, blau ist Schwachsinn. Viel zu spät, wenn dann ist grün, ja.
Na, aber pass auf, haben wir schon. Fallschirm aufgegangen. Ja. Dreh runter auf die 5er Häusergruppe. Jop. Dann Ruine Gelb. Und dann. Ja. Wasser. Wo fliegt der Flieger hin? Ich flieg gerade wegen weiter. Zu dem Schwader. Voll auf der Tastatur. Nach unten, ne? Ach, geh halt runter, Mann. Jetzt häng ich in der Luft. Netzwerkverzögerung. Ja, ach komm. War nur kurz da, ist wieder weg. Ach cool, ich hab meinen Fallschirm noch am Buckel. Schleifst du jetzt hinterher? Das ist aber nur am Anfang, umso weniger Leute es nur noch sind. Alter. Umso angenehmer wird's zum Spielen. Ja. Ich hab einen Buffen. Ein Schrotflinten. Erflunden. War aber das einzigste, wo da umeinander liegt. Alter. Na dann löschen wir ein paar Umbringer dann. Band haben, eine. Tulip, 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 tulip. Doch, egal, zum Spielen. Never play on patch day. Warte, ich spiel jetzt noch dann League of Legends oder so, das Gerockel gibt mir auf den Sack. Nix, wird der Counter gestreikt. Wie gesagt, haben so weniger Leute sonst sind am Server, umso schöner wird's zum Spielen. Ja, ja, von wegen gepatcht. Aus 500 GB Patch raus und funktioniert immer noch nicht die Scheiße. Müssen eh dann Richtung Schule. Ah, da liegt eine AK ohne Muni. Geil. Wahrscheinlich da vorne schon eingerollt die Munition. Ich hab M4. Mein Ruck. Ah, er glaubt mir halt vor der Nase in den Rucksack wird. Hier drüben liegt der Zweier. Ja, dann nimmt das Medipack mit, weil ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich hab nicht einmal einen Rucksack, also ich da hab meinen eigenen Rucksack. Du hast den Rucksack gerade eben vor meiner Nein, Nase. Nein, das war kein Rucksack. Da drüben liegt der Zweier bei mir, Herz, halt das Blären auf. Meine Güte. Rucksack, Alter, kann der doch mal hier Medikit mit einem Rucksack? Ja, der war neben ein Medikit. Ich hab aber meinen eigenen Rucksack voll aus dem Gelben auf. Du hattest noch keinen drum gehabt. Freilich habe ich einen drauf gehabt. Ach, ist doch mir jetzt so scheißegal. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wo liegt denn der, Martin? Ah, da. Hab ihn. Ach, keine Munition. Weißt du was, ich lauf gleich in die Wasserstadt. Aber da finde ich eh nix. Ich nix, hey, AK liegt da ohne Ende, ey. Sehr schön. Bringt man das, wenn ich dazu dann keine Munition hab? Er liegt doch genügend. Such mir jetzt eine M4.
Boah, diese Lags ab und zu, die sind echt episch. Ich habe ein Floß gefunden. Können wir dann wegpaddeln? Allzu lange brauchen wir uns dann nicht mehr aufhalten. Ich finde keine scheiß verfickte richtige Waffe, Alter. Spring halt jetzt endlich drüber, was ist das? Geh gleich weiter in die nächste Zone. Aua! Hey, Scam will mich echt verarschen, oder? Hey. Bring mal AK Munition mit. Obwohl, die Preise habe ich auch selber AK. Bin ich blöd. Jetzt wird gesnippt. Ja, Zone ist schon von langsam näher. Aufsätze wären mal nicht schlecht. Ich kann dann zweifach Zoom legen und Rotpunktvisier. Magazin, Erweiterungen, Munition für AK. Ja, wäre nicht schlecht. Rotpunkt würde ich nehmen oder nur zweifach, je nachdem was du geben willst. Ich hab bloß noch, ja. Hast du eine M4? Nee, ich hab eine SSV oder VVS oder wie sie heißt. VSS. VSS. Kann da Munition geben. Einfach Zoom wäre interessant, weil ich hab die. Rechte Seite hat geschossen. Also, die werden dann hinter uns kommen. Da rechts. Ach, halt. Martin lootet ja da hinten. Richtung Süden. Wird der Martin gleich in der Zone sein. Ja. Hey, ist auch schon noch Zeit. Alles gut? Die erste Zone ist eh übelst langsam. Aufpassen, Schule könnte das sein. Deswegen werde ich da jetzt unten jetzt mal kurz was abzoomen und schauen, ob da Auto ist. Jetzt wollen wir hier einen Aufsatz geben, wäre nicht schlecht. Warte, ich hau dir die ganzen Aufsätze raus. Du für raus. Zwei Rucksack? Ja, ist 9mm. David, oben am Turn liegt Stufe 2 Rucksack. Haben doch hier bloß noch 67 vor uns.
Da unten standert ein Motorrad, aber es bringt uns nicht viel. Ah, da unten steht ein Auto. Richtung E. Hölle, da war keiner looten. Bin mir nicht so sicher. Nö. Ja. Wir sind zu. Alle gerade eine UMP. Da ist alles zu. Ja, da ist aber alles leer. Zone ist aufgelaufen. Wir haben 3 Minuten. Also UMP liegen 2 Stück da herin. Bei mir im Haus. Ich will nicht, dass uns jemand das Auto hört, der Nase wegklaut. Jetzt hier looten, ich schaue irgendwie aufs Auto auf. Alter, würdest du jetzt da reinspringen? Links oben hat sie irgendwo geschossen. Liegt weg da. Aber ist über den Hügel. Oh, ey. Bei Lams haben wir immer ziemlich nah an den Scheiß. Ja, wir haben da vorne ein Auto stehen, also. Ja, ich weiß schon. Ab einer Minute sollten wir einsteigen und es krachen lassen. Dann am besten im Mittelpunkt der Map. Fängt zu Sonic rüber. Noch mehr 9mm Munition. Stufe 2 Rucksack. Da liegt noch eine MS-12K. Ich denke, die ist besser als meine Schrotflinte, wa? Ja, Autoschrotze halt. AK-Munition, David. Du bist voll dran vorbeigerannt. Eigentlich nicht. Doch. Ich hab eigentlich geguckt. Hier. Aber allein. Eine Minute. Nimm ich aber mit für dich. Ja, nimm's mal mit. Boah, Steilhelm. Schaut's aus? Ich wäre Richtung Auto unterwegs, jetzt gleich. Ich hab hier bloß noch Schmerzmittel, was ich einpacke und bin unterwegs. Oh, Schule schießt. Ja, dann weg vor der Schule. Boah! Und seitlich auch noch, aber. Ich bin tierisch low. Brauchen das scheiß Auto. 16 Sekunden. Wir wollten das Auto haben. Ja, komm zurück. Nein, ich hol die 2 schnell ab. Oder? Oh, der Fahrer fehlt noch. Hallo? Nein, ich will. Ja, komm wieder. Nein. Wo bist du? Oh, ich hab voll. Komm, ey. Komm jetzt. Nur für Kars. War doch noch. Ja, es ist kein Kars. War. Oh, Alter. Ich bin ausgenommen. Oh. Kommt die scheiß Zone und ich bin nämlich auch am Heilen. Komm, steig ins Auto und verpiss dich. Ja, der kommt schon. Ja.
Hätten bei einer Minute schon fahren sollen.
Rotpunkt kriegen, oder? Ja, hab ich einstecken. Kommt die voll. Natürlich kein neuer Helm für mich. Guck doch jetzt nicht den Ansatz Deckel auf. Okay, der Ansatzdeckel hat mehr Helm. Busch. Ich bin der Busch. Hallo Busch. Hallo Mr. Busch, bist du denn geistig behindert oder was? Einfach vor hinten auf mich scheißen, da reißt's mich doch. Melden.
Absichtlicher, anstößiger Behördern Kolsen. Ahmed. Ahmed 911, hallo? Ahmed 911, anstößlicher Nickname. Sofort melden. Behinderter. Aber sowas von, hey. Aber, hallo, hä? Immerhin noch Top 10. Geil! Okay. Hauptsache nicht letzter. So, wollen wir uns das nochmal ordern oder? Nein, ich steuere jetzt Counter Dove. Ich hab schon ready gedrückt. Oh, mir ruckelt das zu arg. Bin ich auch mit bei Counter Dove. Bei mir ruckelt das zu arg momentan. Ja. Steam Content? Was haben wir für ein Steam Content? Ja, wenn es in der, wenn es rausgehen, die Lobby liefen wird. Hab ich vergessen, sorry. Headset. Wenn es willst mitspielen. Mit was denn? Counter Dove. Nein. Warum? Battlegrounds ist doch jetzt abgedatet. Ja, ja, hack. Hackt, lookt und zippt immer noch. Patch kommt raus und ihr beschwert euch immer noch. Bei mir leckt gar nichts mehr. Minimal am Anfang, ja. Musste ich halt ein wenig durch die Gegend teleportet, aber sonst. Dennis, kommst du online? Das, was ich geschickt habe, das bist du, Fabian, wenn du fährst, Alter. Was? Was dann? Wenn du fährst, ey. Passiert sowas. Da schon. Ja. Stimmung. Ja, willst du jetzt mitspielen oder nicht? Ja, warte. Gehen wir in eine extra Lobby, oder? Das ist extra Channel. Mach halt. Jetzt wieder. Naja, dann tun wir halt weiter. Was? Werwolf hat mich angestupst. Wer ist Werwolf? I don't know. Der Werwolf? Wo denn? Er hat mich angestupst, aber. Der ist doch gerade in dem Teamspeak. Noch um 20 Uhr 21. Wow, das merkst du jetzt frei. Dennis, geh mal zu dir in Channel, kannst du mich reinziehen? Warum willst du denn jetzt in Channel? Ich hab doch die World Counter-Strike spielen. Wollt ihr Counter-Strike spielen wollen? Ich will nimmer. 3, 4, 5, Mann, Allah, spiel ich nicht und ab du hat jetzt auch keinen Bock. Jetzt wenn wir 4 wieder sind, dann können wir schon weitermachen. Ich hätte halt irgendwas mit der Gemeinschaft gespielt, wenn wir 5 sind. Aber wenn der David sagt, nee, weil ich stack zu ihm so sehr, dann. Ich wusste, was sie alle hups. Jetzt muss gepatcht. Waiting for response. Ah fuck, ich vertipp mich. We believe we have tracked the source of the server lag seen today. This will not be easy fixed, so please be with us, ja. Also sie glauben, sie haben den Fehler gefunden, woran die Serverlags von heute kommen und es ist nicht einfach zu fixen, aber wir sollen bitte stark bleiben. Aha. Bär bleiben. Wir sollen bitte Bär bleiben. Haben sie gesagt. Please Bär. Ja, please be Bär. Hast du nicht gesehen? Ja, ich lese gerade am Handy, weil ich gerade Facebook da habe. Na komm ran jetzt, Fabian. Was? Nein, ich spiel jetzt kein Battleground mehr mit. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Tja, du ist auch da! Du Knaller! Willst du gerade auch mitspielen? Wo denn? Der macht doch Mimimi. Hä? Wo denn? Im Schädriem. Der kommt doch eh in den Morden rein. Weil er Mimimi macht. Weil alle Mimimi gemacht haben. Ich schreib jetzt einen Bieder an, weil der kommt. Och na. Na, der Teamkiller. Oben Kase.
Der Peter ist, glaube ich, nicht einmal daheim, weil der Peter ist nicht einmal im Stream. Der Peter hat gesagt gehabt, wenn bei mir das Battleground geht, soll ich ihm Bescheid sagen. Geht doch. Was hat er denn? Haben wir mal Daily Case geöffnet. Doch am Arsch, Alter. Können wir mal schnell Case Opening machen, bevor alle, bis hier alle fertig sind. Die ganze Zeit Case Opening gemacht, ey. Aber das Spiel sagt, nein, kriegst keine Kisten mehr bekommen. Ach, Spiel. Für richtige Cases öffnen, wo man Geld verdient damit. Ja. War lecker oder Gold verdienen? True, hey. Mein Skin ab oder was? Natürlich. Das Chaos-Game zock ich so nicht. Es geht, Flo. Flo, das funktioniert. Wir haben es gepatcht. Glaub mal. Kann man da irgendwas ändern? Hey, aber weißt du was kacke? Ich finde, warum gibt's noch kein Squad mit Third Person? Was? Squad gibt's doch. Ja, nein, Squad gibt's nicht. Nur Solo und Duo. Ach so, First Person, jetzt. Ja, Fralle, wenn schon, denn schon richtig spielen. Ich bin aber ready. Ja, schön, ich bin da nochmal drin. Geht's hier bei Kiste öffnen? Dass die Leute mal sehen, was hier geht. Ah, haben sie wohl umgestellt. Ist ja jetzt wieder billiger. So was aber auch. Lass dich gehen, nur machst du. Mach dem. Aka, Aka.
Aka, aka! Da ist er drüber gerutscht. Dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-dum. Das hört sich immer irgendwie wie Modern Talking an. Genau so geht's los. Knief! Aber Aka Aka. Knief! Ja. Wird immer nur auf Einladung. Ja, wenn es dich anzeigen wird, könnte ich dich anleiten. Double Knief wäre doch allecker gewesen. Was gibt's denn eigentlich hier unten? Was muss man haben? AKs. AKs müssen wir haben, oder? Obwohl ich Reset habe. AKs. AKs braucht man. Dam, 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 dam. Badlane. Och komm, eine davor, hey. Ah, haben wir hier die Orion. Hui, Akas. Und die dicke auch noch dabei für 27. Ich seh dich nicht, Dennis. Joe sind wir wieder weit überm Start. Hören wir doch jetzt mal so eine Reihe zusammenbringen. Was brauchen wir denn? 3 AKs brauchen wir für einen Butterfly-Knief. Ob wir die zusammenkriegen? 3 AKs? Wieder runtergerutscht. Wieder die Reihe davor. Traumlane, Traumlane. Martin, siehst du an, Dennis? Kann ich schauen? Nope.
Nix. Nee, bei mir auch nicht. Da geht steil wieder runter. Akkas wären schön, Akkas. Oder das Knief, da ist es. Das Knief. Hast du jetzt eins gezogen, oder? Natürlich. Alter, bist du ein Dusselbauer, weißt du? Knief! Ich hab allein, Alter, das dauert zu lang. Knie. Ja, wenn wir dich nicht einladen können, was soll man machen? Hacker. Könnte ich euch einladen, aber. Könntest du ja mal vorher vorschlagen, bevor du schon wieder Josla machst. Bin schon raus. Ich jetzt bin im Spiel. Oh mein Goodness. Tja, das war. Da ist bestimmt der Sammy dran schuld. Der Sammy kommt in den Chat und schon gibt es die Kniefs. Knie. User left your channel. Da ist wer geleftet. Wer ist denn geleftet? Haben wir einen fähigen Vierten? Will hier jemand mitspielen? Das ist schon Messe, was nicht nur. Ich will noch welche, dafür sind sie da. Ich will auch noch ein paar Akkas. Mit Akkas kann man Kisten öffnen. Wenn nicht, gehe ich jetzt ins LOL rein, weil ich habe keinen Bock mehr zu warten, ganz ehrlich. Ja, dann müssen wir halt zu dritt starten, oder vielleicht kommt ja der Sonic doch nochmal dazu, oder der Sam hier. Na, ich bleib stehen. So, jetzt kriegen wir keine mehr. Mach mal eins immer. Oh, ich hätte sogar noch eine Zweierreihe machen können, ich einmal. Wusch, in der Gamma Case kriegt man bloß noch 2 Cent. Gibt's sowas? Hey, bist du raus? Ja, ich hab keinen Bock mehr zu. Ja, machen. Ich hab auch keinen Bock. Eieiei. Gut, Leute. Dann machen wir ja auch mal ein Solo. Wenn hier keiner dazukommt. Warum keiner dazukommt? Wir haben die ganze Zeit gewartet. Ich habe da 5 Einladungen geschickt. Wenn keiner was sagt, du siehst es doch, dass ich auf dem Desktop bin. Gar nichts, weil ich meinen eigenen Stream am Laufen habe. Ja, siehst du? Ich bin aber am Stream und mach Kisten auf. Ja, aber ich hab's oft genug gesagt. Wir haben oft genug gehabt, dass wir warten, bis der gnädige Herr einladbar ist. User left your channel. User left your channel. Schlimm manchmal hier. Ah, was soll man machen? Mal hier Random Mate suchen, wäre auch eine Option. Gibt genügend, die bestimmt dabei sind. Hier erstmal Flamm.
Gucken wir nochmal hier ein Eckchen. So. Dann räumen wir mal hier eine Runde durch, mal gucken, ob Solo was geht. Wenn nicht, swappen wir mal das Game. Da startet gleich einer Counter-Strike, schau einer an. Ja, ja, einfach mal hier rüber. Vielleicht geht ja was. Leveln und looten fürs Chicken Dinner. Wie viel tausend Mann sind mit mir raus? Einer, der anscheinend gleich Richtung Military zieht. Sonst nur ein Mond. Punktlandung. Immer ja schon mal Brecher. Rucksack hat Marsch eine hergelegt. Und ein wenig Holo. Jo, die Leggies. Da war doch einer. Oder habe ich das jetzt geträumt? Vielleicht war es die Büsch. Boom. Da ging er down. Und da werde ich 9 mm gelesen. Gelesen. Oh mein Gott. Heiliger Jesus im Himmel. Meine Twitch-Hose. So.
Legerino-Bärchen. So. Dann können wir uns hier auch gleich noch das Erweiterte einpacken. Achso, da geht nichts. Gut, Abfahrt mit der hier. Waren wir nicht hier auch schon? Ne, die Flashes habe ich noch nicht gesehen. Brechstange, Holo. Autopümpchen. Eine Gugge da. Jetzt wird's aber ein suchiger Tag. Yep. Pflegen Sie mal da auch noch einen Zweirucksack hier. Ist das nicht traumhaft? Wo haben wir die Zone mitten drin? Der Wahnsinn. Da waren wir, glaube ich, überall schon. Und da haben wir angefangen. Wir sind einmal rum. Nehmen wir doch hier drüben noch einen Angriff. Ja, Sammy, servus. Wie erst aufgestanden? Was ist denn da los? Immer diese Urlauber. Patch Day, mein Freund. Ach so. Huch. Hat's gescheppert. Bin fast ein wenig erschreckt hier. Wo hast du denn gepostet? Ich hab nichts gesehen. Scheppert schon wieder über mir, du. Nicer Dicer. Nicer Dicer. Nee, hab ich nicht. Muss ich, oder hab ich übersehen? Ich weiß es nicht. Muss ich dann nochmal gucken. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Hier wird ja gar nichts, außer ein Zaun, an dem ich hängen bleibe. Der Braxer ist auch wieder mit am Start. Moin, moin. Hab ich schon? Hab ich schon eine Zweierweste? Hab ich. Ui. Jetzt wird's ja wild hier.
Jetzt wird's ja richtig wild hier. So, eine Ecke mehr Medi-Loot wäre noch toll und dann ist ja alles gut hier. So, wo sind wir denn? Wo wollen wir denn hin? Ich will darüber. Kommt hier Schwung in die Kiste? Häuschen. Denk mal, dass wahrscheinlich hier irgendwo das Ganze endet. Haben wir noch ein schönes Stückchen vor uns. Zone ist auf jeden Fall am Closen. Hallo, wie wär's mit Täschchen? Ich hätte gerne Täschchen. Ups. Den nehmen wir mit. Upsa. Schauen wir doch mal die kleine Bude auch noch. Ah, welche Intuition. Täschchen. Täschchen. So, wenn wir hier schon bei Wünsch dir was sind, hätte ich jetzt gern ein Helmchen für mein Köpfchen. Oha. Oh, großes Täschchen. Was haben wir jetzt hier ein bisschen? Ja, die 13 gehen wir auf Flöten und die 60 auch. Da hat's gelootet. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Verbändchen. Hä? Tür. Hat denn hier gelootet? Wird's gar nicht gesehen. Hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt mit der Tür.
Mir wird auch der Loot noch gar nicht angezeigt. Was ist denn jetzt hier? So, jetzt schmeißen wir die da raus. Hopsa. Ich habe immer noch kein Helmchen für mein Köpfchen. Ich möchte ein Helmchen. Immerhin ein Zweier. Dass ich jetzt hier nur ein Dreier finde, wäre der absolute Knüller. Ja, ist dann wohl nicht. So. Was sagt denn das Zöhnchen? Ich brauche Bewegung. Will ja nicht gammeln. Nein, ich will hier gammeln. Ob's da schießt? Ah, oh, hübsche lila Jäckchen. Dann verweilen wir doch mal ein Momentchen. Ist, glaube ich, okay, der Loot. Wie er weiterfährt. War das vielleicht ein Loot, wo einer noch nicht bestätigt hat? Hat er und wehgetan hat sie ihm auch. User left your channel. Ade.
Guck noch mal raus, komm. Mauro, fährst du auf jeden Fall nicht, mein Freund. Läufst genauso wie ich. Die spielen halt zusammen. Was ist denn das? Klar. Das ist Teaming, definitiv. Ey, mach ich das nächste Mal auch schalte, dass ich mit meinen Leuten auf den Solo-Server komme und dann... Ja. Ist ja schwach. Naja, gut. Erstmal raus hier. Eine ruhige Minute. Und dann wird hier unten schon wieder, man weiß es nicht, gespielt. Auf jeden Fall nichts miteinander. Gut, was machen wir denn? Was machen wir denn? Was kann ich denn hier bieten? Ach, wisst ihr was? Wir spielen noch ein bisschen.
Wir spielen noch ein bisschen Desktop. Da. Mal erstmal das Knife hier verkaufen. Und dann machen wir doch hier mal eine Covered auf. Schleudern wir doch ein bisschen mit dem Geld hier. Was kriegen wir denn bei 2? Nichts Gescheites. Was kriegen wir denn bei 3? Da ist schon Knief dabei. Was soll der Geiz? Dreh weiter, komm. Die Asimov. Der war ganz schlecht. Geht wieder nicht ins Nief. Aber immerhin eine Cyrex dabei. Gib mir jetzt ein Nief, komm bitte. Naja, immerhin. Ein Urban Masket. Ist hier ein Semi sein, nein. Hyper Beast und Cyrex in einem Bild. Und die Desert Strike war jetzt auch nicht so verkehrt. Du bekommst einen Skin. Oh, boah, hab ich fein nichts gehört von. Oh, Asimov. Schöne Sache, Kisten bezahlt. Weitermachen hier. Nochmal Asimov, komm. Oh, war das nicht was? Ach ne, da müsste eine Cyrex ne Kraken. Was ist denn das eigentlich? Royal, Chatterbox und Element. Die ist doch voll kacke. Die Linie kommt doch nie im Leben. Deswegen haben sie da das Kara drauf. Rutscht doch eins weiter auf die Fire Serpent. Das wäre doch ein Traum. Die Fire Serpent oder das Slaughter vorher. Beziehungsweise eine Reihe darüber, die Asimov. M4. Was denn jetzt hier? Tankt die Seite oder was? Also gecrashed. Krieg bestimmt nur Bullshit. Ja, da ist die Rollpaladin. Eins davor. Da, komm. Lang mal nochmal in die Scheiße. Wenn jetzt Brook, dann richtig. Tja. Ganz klasse. Die davor nehme ich, ne? Aber egal. Aber eine einzelne, glaube ich, wäre noch schön, oder? Vielleicht langen wir ja nochmal rein. Snipe definitiv nicht. Uff, eine Wasteland. Wow. Ach komm, wegen dem Euro. GZ. So, spielen wir doch hier noch ein bisschen. Hätte auch mal die aufmachen können. Ich glaube, die ist auch ganz interessant. Was haben wir denn hier? 05001. Ja, das Slaughter ist definitiv drin. Nee. Wir spielen hier mal auf der Burrito weiter. Die Burrito ist immer toll. Die Burrito schmeißt mir jetzt eine Reihe mit 3 Kisten. Dass ich so richtig abfuckt. Weil ich noch ein bisschen zock. Ich hätte gern AKs. AKs, eine ganze Reihe AKs. Oder? Ja doch, die ganze Reihe AKs. Oder eine Monkey Business dazwischen ist auch okay. Zwei AKs und eine Monkey Business, dann wäre der Abend noch toll. Kannst du mir jetzt auch auf die beiden Knives drehen? Habe ich kein Leid damit. Das wäre doch mal was. Das 1 Euro hier easy peasy. 200
20 Euro gemacht. AK. Ja. So ist extra vor. Aber alles gut noch. Oh nee, nicht gut. Nicht aufgepasst. Genau, jetzt kommen die los. Ja, verspielt. Das war blöd. Was haben wir denn hier noch ein bisschen? Die Galli geben. Ich glaube, da braucht man doch auch nur. Genau, komm. Wir spielen mal hier die Mistreihe. Viermal Hole so aus 44 Cent. Oh. Da haben wir es verballert. Eine Chatter. Gut, dann halt nicht. Man kriegt nicht mal mehr. Jetzt haben sie es jetzt schon geschickt gemacht hier. Jetzt kriegst du nämlich nochmal 3 Cent, dass es dann aufgehen würde. Dass du immer wieder nochmal eine Kiste machen kannst. Aber trotzdem läuft die Seite eigentlich richtig, richtig gut. So. Gab doch hier noch so eine 7 Cent Gedöns oder die 5 Cent, genau. Tja, mit der reisen wir jetzt. Fire Serpent for the win. Dragon Lord! Am Arsch nicht. Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist noch die Fire Serpent. Nee, das Karambit und die Lore ist sogar noch am wahrscheinlicheren als das Bayonet Lore oder die Fire Serpent. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ist halt so eine richtige Abfuck-Case. Egal. Spaß muss sein. Weg damit. Was machen wir denn jetzt noch Schönes hier? Ich hatte schon lange kein Counter-Strike mehr offen. Habe ich überhaupt noch Rang? Könnte auch mal hier mich zum Affen machen in Rocket League. Das wäre auch mal was. Hab das Spiel geschenkt bekommen und noch nicht einmal gezockt. Gucken wir da hier mal in Counter-Strike rein. Ja, sei ruhig. Ah, sind sie schon im Wettkampf? Ja, aber auch gerade erst gestartet. Nimm dann keiner mit. Guti, guti. Dann, ich habe sogar noch einen Rang. Und wenn der voll für den Arsch ist. Ja gut, wenn wir eh schon beim Solo-Player sind, dann machen wir jetzt einen Solo-Player. Dann gehen wir jetzt noch so ein bisschen richtig tilten und dann machen wir mal aufs Handy glötzen, ob es da was Neues gibt. Moin. Tü-lü-lü-tü-tü. Könnte man hier eine Werberunde starten? Das wär's doch mal. Hier haben wir eine Werbetour. Einmal rekrutieren. Oh Gott. Ich lass es. Rekrutieren.
So, ihr seht, was auf euch zukommt. Jetzt wird getiltet. Jetzt wird richtig getiltet hier. Machen wir erstmal ein Update. So. Einmal verschoben. Und dann machen wir es uns hier ein Stückchen bequemer. Und besser. Oh, so klein. Warum? Meine Güte, sei ruhig. Ich will jetzt hier keine Mucke haben. Warum ist denn das hier so klein? Ah. Besser. Besser. Hey, wake up. Was denn jetzt? Jetzt ist Suche. Los geht's. Oh. Der hat eingeschlagen. Aluminium. Oh, Theo. Gerade schlecht. Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Wir sollen die Qualifikation schaffen. Wird das Ganze heute. Ich frage mich zwar, für was ich mich in der Online-Season qualifizieren soll. Ach so, Pokalwochenende. Was ich sowieso nicht spielen kann. Juventus mit dem Anstoß. Es kann losgehen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz... Luka Modric! War der schlecht. Und der Ball geht knapp über die Latte. War der schlecht. Er ist mir. Oder auch nicht. Asamoah. Und jetzt vielleicht Jubel. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er macht das Spiel schnell. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt Mandzukic. Pjanic. Groß. Da geht er dazwischen. Cuadrado jetzt am Ball. Oha! Und jetzt gehen sie über die Flügel. Was für ein Fail. Und da verlieren sie den Ball. Ball draußen, gibt Abstoß. Oh, jetzt habe ich nicht mal umgeschalten. Wenn ihr mir jetzt chattet, kann ich es nicht mal sehen. Tut mir sorry. Toni Groß jetzt. Jetzt Cuadrado. Higuain am Ball. Laufbereitschaft zählt nicht zu seinen ganz großen Stärken, Buschi. Nee, ganz und gar nicht. Aber da kommt der Schuss. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Null. Rodriguez. So, natürlich kein Problem. Er holt sich. Komisches Gespiele hier. Sehr komisch, sehr schwammig. Den Ball holt er sich. Da gewinnt er den Zweikampf. Ah, ich schwammig. Und jetzt, gute Möglichkeit zum Kontern. Schönes Tackling und den Ball erobert.
Er steht gut und hat den Ball. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Karim Benzema jetzt. Da kann er ihn stoppen. So hält man den Ball. Und jetzt ein Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht, Vielleicht sogar mehr drin, sagt er. Also eins kann man, denke ich, vorab schon sagen. Die kriegen heute beide nichts geschenkt, oder Buschi? Nee, bestimmt nicht, Wolf. Auf dem Papier absolut gleichwertig. Das wird nicht leicht für Juventus. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Ronaldo zieht ab. Hör mal, geschossen hier. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Gareth Bale. Wieder das genau auf dem Körper. Bale. Und da ist das Tor. Eiskalt eingenickt. Super Aktion. Da sehen wir den Treffer von Real noch einmal. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nun Higuain am Ball. Das könnte gefährlich werden. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das könnte es sein. Gute Aktion vom Torhüter. Cristiano Ronaldo! Noch ein Tor! Boom. Das ist Wahnsinn! Sie treffen direkt nochmal! Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob Sie so weitermachen. Sehr guter Einsatz! Können Sie verkürzen! Gut abgeblockt. Carvajal. Ball bei Benzema. Foul, meine Damen und Herren. Und Freistoß gegen Juventus. Pass von Bale unterbunden. Und jetzt über Ronaldo. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Super Einsatz vom Torhüter. Haben aber auch noch einen Foul, jawohl. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung. Gute Parade bei diesem Eckball. Gut von Pepe. Mandzukic. Jetzt müssen sie aufpassen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt Groß. Groß! Klasse Schuss! Der geht knapp vorbei! Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Jetzt der Schuss! Oh. Den hat er wohl nicht getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Jetzt Pjanic. Pjanic! Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Modric. Nun Kroos. Das könnte die Chance werden. Vom Torwart. Gut gemacht. Och, jetzt pfeift er. Ist so schön nochmal für die Füße. Real geht mit der Führung in die zweite Hälfte. Weiter geht's. Ja, warum denn nicht? Man muss es mal aus der Distanz versuchen. Ja. Sie sind dran. Sie könnten ihre Führung weiter ausbauen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt.
Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Und nun Carvajal. Modric. Juan Cuadrado jetzt. Er steht gut und hat den Ball. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Und nun ein Schuss. Super Tor. Elend Pfosten und dann rein. Eingenockt. Buja. Und hier sieht man nochmal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Der passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Arsch auf Eimer. Er springt wohl wieder raus. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Chiellini. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ah, oh, da geht er vorbei. Higuain. Er kommt hier mit. War nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Pjanic. Und jetzt vielleicht Jubel. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Nee. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Marquisio. Und jetzt ist Juve im Angriff. Modric. Zu ungenau von Luka Modric. Jetzt vielleicht. Und das Tor. Ja, wenn ich bis am 55er laufe, sind die Chancen natürlich größer, dass ich treffe. Genauso. Aber gut, soll er mal getroffen haben. Hat er die 1 gegen 1 Situation. Und die dann spielen wir halt jetzt Atiki-Taka. Und für den Keeper ist hier gar nichts zu machen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. James geht hier mit dem Ball nach vorn. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Nur Marquisio. Jetzt Higuain. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Marquisio. Und jetzt Alexandro. Modric und der Ball ist weg. Da passt er auf. Huss. Asamoah. Wird's jetzt gefährlich? Pjanic. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da geht er dazwischen. Bale. Jetzt Cristiano Ronaldo. Nun Benzema. Da wird Ronaldo unfair gestoppt, aber es geht mit Vorteil weiter. Oh. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Higuain. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abgefangen, gut gemacht. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und nun Chiellini. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Pjanic. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Er findet den Mitspieler. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Modric am Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Kein guter Ball von Modric. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er sucht den Abschluss. Higuain. Klasse gehalten, er hat den Ball. Der Pass von Groß kommt nicht an. Sie bieten sich an.
Pepe, Gefahr erstmal vorbei. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt eine Chance. Oh mein Gott, da muss ich noch Pause drücken. Eiermaler vom Feinsten sowas. Wenn ich nichts kann, daddel ich so rum. Es ist traurig. Morata, glaube ich, ist ganz okay. Gonzalo Higuain! Dann fange ich halt jetzt aus, daddeln an, ha? Ganz dicht vor dem oder schenkt man noch eins? Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Das Unentschieden ist greifbar. 3-2 also. Da ist alles drin. Und nun Sergio Ramos. Lol. Die Stimmung ist richtig gut hier im Juventus Stadium. Die Juve-Fans haben noch nicht aufgegeben. Und die Mannschaft sollte es auch nicht. Ein Tor fehlt zum Ausgleich. Und noch haben wir ein paar Minuten auf der Uhr. Marco Asensio. Er steht gut und hat den Ball. Da kann er ihn stoppen. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Was macht Ronaldo jetzt? Ah, oh, mein Fehler. Hallo. Das war nicht korrekt. Liegt verletzt auf dem Boden, aber. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Mhm. Zu hartes Einsteigen hier von Pepe. Mir egal, wenn du mir jetzt rot gibst. Du läufst mir nimmer durch. Was ist? Tja. Und so wird man vom Spiel bestraft. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Das ist natürlich ein Los. Na klar. Ist die Niederlage. Da. Da kriegt ein 3-0 für nichts. Es ist einfach nur traurig in dem Game. Einfach nur traurig. Aber auch nochmal die Flossen dran. Ja, da hat sich schon wieder ein stiller Beobachter mit reingeschlichen. Kungani. Oh ja, Wolf, Sie stehen gut da in der Tabelle. Hoffentlich geht's heute so weiter. Warum spielt denn jetzt alles mit Juve? Hab irgendwas verpasst? Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Null. Steil gespielt. Gut verteidigt hier. Also eins kann man, denke ich, vorab schon sagen. Die kriegen heute beide nichts geschenkt, oder Buschi? Nee, bestimmt nicht, Wolf. Auf dem Papier absolut gleichwertig. Das wird nicht leicht für Juventus. Klasse, gut gepasst. Er hat den Ball. Jetzt Marcelo. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Ronaldo am Ball. Wird's jetzt gefährlich. Ronaldo schießt. Da passt der Tor. Halt mal auf. Einfach mal drauf hier. Eckstoß für Real Madrid. Da war er wieder, der Piep. Rodriguez. Oh. Ganz starke Aktion vom Torhüter.
Jetzt geht's nach vorne mit Bale. Macht er das Tor? Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt geht's die Ecke für Real. Der Ball kommt gut. Und den hat Buffon. Ganz starke Aktion. Marquisio. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Jetzt Cuadrado. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und James. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Idee, dieser Ball. Bam! Die Füße dazwischen. Das gibt Eckball. Ja, da hat zwar jemand gelootet, aber der kam nicht durch. Du willst den Ball nicht mitnehmen? Tü-tü-tü. Jetzt Mandzukic. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da gewinnt er den Zweikampf. Och komm. Ein bisschen Mimimi. Marquisio jetzt. Und jetzt ist Juve im Angriff. Gefährliche Flanke. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Bale. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Dybala. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Nun Cuadrado. Sie spielen die einfachen Bälle. Holen jetzt die Möglichkeit. Nächster. Gute Aktion vom Torhüter. Eckstoß und vielleicht eine Möglichkeit für Juve. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Karim Benzema jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Benzema! Hat der echt noch seine Flossen dran? Ah, ist das Ding. Da nickt der gute Ramos ein. Schön. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Pjanic. Jetzt Mandzukic. Dybala. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Pjanic. Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Modric und der Ball ist weg. Modric! Und jetzt Real Madrid mit dem Tor. Genau so spielt man diese Dinger raus. Genau irgendwann, so. Irgendwann musste ja dann einer reingehen. Sie investieren hier mehr und kommen so zu guten Abschüssen. Da muss jetzt auf der Zucker. Seite eine Reaktion folgen. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Pjanic. Dybala. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh ja, der war genauso schön. Der war genauso schön. Ach, jetzt kam der Loot durch. Der Zug macht Loot, Loot. Den Ball hat er perfekt getroffen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Nun Carvajal am Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine... Ronaldo zieht ab! Da passt der Klasse. Wollte ich eigentlich Richtung Winkel bringen, aber
Der Ball im Aus. Lass mal mal gut sein. Nochmal Ecke. So, jetzt sehen wir mal, wie viele Ecken es hier heute gab. Sergio Ramos. Und so hat der die Pfoten dann. Torwart natürlich. Benzema! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Jetzt ist der Ball weg. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Haben wir so 5-6 Ecken? James Rodriguez! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Der Schiedsrichter gibt das Foul. Palim. Chiellini. Cuadrado jetzt am Ball. Da entscheidet er auf Foul, Freistoß. Ja, natürlich. Natürlich gegen mich. Ach so. Cuadrado. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Und den Konde lässt er mir nicht laufen. Naja. Egal. Oh, voilà. Wenn es in Hälfte 2 ist einer auch schnell. So offensiv zugeht wie in der ersten, dann können wir uns wirklich freuen. Ja, da war wirklich einiges los. Hoffentlich haben beide ihr Pulver noch nicht verschossen. Pjanic. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sauber vom Ball getrennt hier. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, ich dachte, die Mann. Oh, das könnte ein Konter werden. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Super Flanke. Flanke war nicht gut. Der Ball ist weg. Benzema. Gut von Bazzali. Voller Einsatz hier. Dybala. Und Dani Alves. Jetzt wird's gefährlich. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Er steht gut und hat den Ball. Oh, der war falsche Richtung. Ganz fantastisch. Marquisio jetzt. Sehr gut reingespielt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Modric. Rodriguez. Mandzukic. Higuain. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Higuain. Was macht denn der Torhüter? Oh Mann, ey, steht da wie. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Nun Higuain am Ball. Springt aber auch wieder alles zu dem. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und da verlieren sie den Ball. Modric. Und Ronaldo treibt den Ball nach vorne. Jetzt Pepe. Tschüss. Nun Carvajal am Ball. Und jetzt Bale über den Flügel. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Hallo? Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ja. Genau. Mandzukic. Und Marquisio. Pjanic. Gute Ballführung. Und das will er jetzt allein. Der ist abseits, aber es will ich ganz schwer auf dem Heck. Und groß.
Da holt er den Ball zurück. Luka Modric jetzt. Groß. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Benzema! Klasse gemacht! Ronaldo schießt! Bam! Der ist drin und jetzt führt sie! Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut. Hat ja schon einige gute Chancen. Da soll mal einer sagen, das ist kein Sport. Schwitz mehr, wie wenn ich 5 Kilometer laufe. Juve jetzt unter Druck. Sie liegen zurück. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Da passt er auf. Natürlich. Ein Gestammel. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Da hat die Konzentration gefehlt. So ein Scheiß. Ey, diese Sprüche. Seine Geschichten. Sie waren schon weg. Das Ding war durch. Aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Jetzt ist er durch. Gonzalo. Ey. Genau so geht das Momentum. Wetten, jetzt bricht das Spiel nicht ab. Oder wenn, dann auch bei mir. Real bekommt hier zunehmend Probleme. Jetzt auch noch der Rückstand. Macht er ihn. Tolle Aktion vom Tor. Jetzt hält auch so ein Charluigi Buffon alles. Und Ramos trifft keinen Kopfball mehr. Genau, meine Damen und Herren, so läuft FIFA. Aber so sind sie weiterhin in Führung. Jetzt Cuadrado. Khedira. Juve auf dem Weg nach vorn. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Real-Fans pushen die Mannschaft jetzt nochmal. Ein Tor hier, dann haben sie zumindest den Ausgleich. Und das sollte natürlich Alter. Das Ziel sein. In den letzten Minuten wenigstens nicht verlieren. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Marco Asensio. Jetzt wird's gefährlich. Das macht er gut. Nun Khedira. Dybala. Ach ja. Den spielt er steil. Marco Asensio. Genau. Und 2 Meter Pässe kommen wir nicht mehr an. Guter Ball nach draußen. Und Dani Alves. Pjanic. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Es geht gar nichts mehr. Gar nichts geht mehr. Gut aufgepasst und abgefangen. Lächerlich. Lächerlich.
So läuft das Momentum. Plötzlich hast du Top-Spieler, die nichts mehr können, eine Mannschaft, die nicht mehr läuft. Und da soll mir einer erzählen, das gibt es nicht. Es gibt kein Momentum. Schwachsinn nenne ich das. Schwachsinn. Es geht los. Real mit dem ersten Ballbesitz. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Drei Stürmer sehen wir heute bei Ihnen, Buschi. Deine Einschätzung? Es wird ein 4-3-3 werden, aber wir sehen es. In der Mitte ist der Stürmer ein Stück zurückgezogen. Also diese falsche 9. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und wieder Modric. Cristiano Ronaldo. Da trennt er ihn fair vom Ball. Cristiano Ronaldo gegen Gareth Bale. Was erwartest du dir hier? Cristiano Ronaldo ist einer der besten Kopfballspieler der Welt. Das ist beeindruckend. Gareth Bale ist ein Spieler, der von seiner Schnelligkeit lebt. Mhm. Unglaublich, wie der seine Gegenspieler schön, wie so einen Schuss ein verzieht. Und andere Mal einfach stehen lässt. Den Ball leitet er weiter. Aber da volles Ohr. Warnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Sie suchen die Lücke. Cristiano Ronaldo! Das geht ja vorbei. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Sehr guter Einsatz. Marcelo am Ball. Das könnte gefährlich werden. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Nur Marcelo. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Toll vom Torwart, gut gehalten. Bale. Jetzt Bale am Ball. Da geht er vorbei. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Der Pass von Kroos kommt nicht an. Und Ronaldo. Da gewinnt er den Zweikampf. Ach. Es gibt Freistoß gegen Real. Natürlich sofort rot. Und es gibt rot. Muss ja. Ja. Nein, natürlich nicht. Völlig EA. Unnötig war das. Und dann ist er auch selbst schuld, wenn der Schiri ihn runterschickt. Das war ein Ballspiel, aber okay. Lassen wir so stecken. Nun Benzema. Jetzt James. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Er macht das Spiel schnell. Marcelo jetzt am Ball. Spielt den Ball in den freien Raum. Genau, da geht es sofort, so ganz locker flockig. Gareth Bale hat's gemacht. Super Aktion. Ja. Keine Chance, den Ball hier zu halten. Den hat er einfach mal voll drauf gehalten. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und nun Ronaldo. Groß. Das könnte die Chance werden. Okay. Steht gut und hat da habe ich zwar nie im Leben hingespielt, aber lassen wir so stehen. Und er ist abseits. Souverän, er hat den Ball. Schussversuch. Den hält er super. Eckball. James Rodriguez. Abspiel war nicht gut. Der ja Ball komm, lauf. Marcelo am Ball.
Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Toni Groß jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Nun Groß. Und jetzt die Real. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Carvajal. Groß. Ich weiß nicht, ich kriege auch jetzt keinen Spieler mehr. James jetzt am Ball. Das ist jetzt eine Chance. Cristiano Ronaldo! Man braucht nur. Komm. Das ist von vornherein schon wieder entschieden. Es ist lächerlich. Ich sehe es nicht mehr ein, so einen Dreck zu supporten. Ich überlege mir das echt nochmal gut, um mir das 18er zu kaufen, und ich sag's jedem. Ich kann es nur jedem von euch sagen. Spiele ich lieber bei dem anderen Verbrecher. Der hat wenigstens gute Games auf dem Markt. So. Da wir ja sonst keinen haben, machen wir hier Solo. Oder ich suche mir jetzt Mates. Na, haben wir dauerhafte Mates, dann spielen hier immer mit die gleichen im Stream voraussichtlich und. Jo. Haben wir hier. Ich hatte doch hier Anfragen gesehen. Wo sind sie denn hin? Sagen wir mal, vielleicht geht's ja hier auch schon wieder. EU Solo Go. Wollen da nicht lang rumtun. Ich suche mir mal in Zukunft, also jetzt in naher Zukunft, ein paar Leute. Und ja, werde hier mit ranholen. Ich habe eine große Community gefunden, die permanent sucht. Also, wenn ihr da draußen auch Böcke habt, schließt euch mit an. cube-gaming.com oder einfach hier über meinen Kanal unten. Wenn ich auch gerade so auf meine Statistik gucke, finde ich es auch richtig lustig. Ich spiele hier, ich spiele Counter-Strike, ich spiele keine Ahnung, habe keine Probleme. Aber wie immer spielt dieses Dreckspiel, dann hat man sofort verworfene Frames. Na, da kommt doch schon gleich einer mit runter. Na, der gute Mann dreht ab. Wo ist er denn hingedreht? Bitte hier in die Ecke. Jawohl. Ach ja.
Hat der gute Mann schon was gefunden? So, weiter looten hier. Stecken wir erstmal jeden Scheißdreck rein. Ach. Nee, da ist mir ehrlich gerade die Mikrozi lieber. Da liegt sie doch. Genau das haben wir gesucht. Team 62. Red Dot. Jawohl. So lässt sich spielen. Mal den ganzen Sheet gleich raus hier. Na, macht er nicht. Gab's da noch so eine Ecke? Da hinten. Machen wir die Zone? Oh ja, ist eine kleine Ecke. Mikro, die. Ja, die Rauch ist okay. Dem da waren wir schon. Den da haben wir noch. Ah, ist schon eine Pistole, ne? P92 wäre doch jetzt toll. Mal direkt was Schönes gefunden hier für die. SKS. Hier waren wir schon. Ach, guck an. Ah ne, da waren wir auch schon. Dann brauchen wir bloß noch das Plätzchen hier außen und dann machen wir uns mal auf den Weg nach unten. Aber länger. Dann nehmen wir uns halt mal das Holo noch mit. Wutzi. Hey, ein Verband. Wie viel haben wir denn? 180. Brauchen wir im Leben nicht. Bauen wir uns die mal hier drauf. Holo können wir wegwerfen. Keine P92. Ärgerlich. So. Da müssen wir hin. Da ist das Ziel. Und der liebe Player Unknown hat mir kein Fahrzeug hergestellt. Oh,
Hier haben wir jetzt wieder den Punkt, wo es tierisch bergab geht, oder? Nö, bin ich schon dran vorbei. 56 auch nur noch am Leben. Sind die 44 so schnell hin? Klunk, klunk. Wie lange haben wir denn eigentlich? Machete finde ich toller. Schnellwechsler. Den nehmen wir hoch. Läuft. Haben wir die Zone schon marschieren? Ja. Jetzt dann ein Stückchen schneller bewegen hier. Sonst hat der Killer auch gar nichts gebracht. Die haben wir schon. Ja, hier die Kackentreppe. Die sind wir schön auf der anderen Seite. Na, was? War der hier oben oder was? Hier ging es natürlich jetzt den Kackfelsen runter. Natürlich. Mal dem lieben Dorn noch mal zeigen, wie man hier runterkommt. Da, müssen eigentlich schon straight an der Stadt vorbei, oder? Oh ja. Was ist eigentlich der näherste Punkt jetzt zur Zone? Wird schon wirklich behaupten hier. Ich hab doch hier eigentlich. Oh, und da wird auch schön geprasselt. Will ich hier nicht eigentlich auch umschalten? Nee. Na, mal so ein bisschen schneller sein. Na, das sollte man easy packen. Dann wird es hier hinten enden, da suchen wir uns gleich ein hübsches Plätzchen. Hier wäre der nette Shop, Mann. Bestimmt tollen Loot gefunden. Natürlich. Okay. Kann auch mit dem Moped leben.
Ah, warten wir doch mal, was das Zöhnchen hier vorhat. Ich glaube, ich baue aber mal noch schnell um. Genau. Netzwerkverzögerung erkannt. Oh, jetzt kommt er auch noch hinter mir. Das war nicht der am Baum, oder? Weil dann hätte es jetzt mega geleckt. Das ist ja. Eigentlich ist es ja eine ganz schöne Spielerei hier mit dem One-on-One, aber. Ich bin halt trotzdem eher der Teamplayer. Ah.
Eins machen wir noch. Und dann ist gut für heute. Ihr seid ja heute auch nicht so wirklich gesprächig oder selber mit Spielen beschäftigt. Von dem her und wir haben noch ein Regenmatch. Irgendwann kriege ich hier noch den Wurm. Ein Versuch beim letzten Mal war ja schon nicht verkehrt.
Oha. Huh, P9. Ich weiß nicht. Nee. Ich hitte ihn permanent. Aber er stirbt durch die Zone. Gibt noch einen Kill für mich. Wir machen noch ein schnelles hinterher. Tlüp, tlüp, tlü.
Jo. Dann starten wir doch. Schon wieder. Probieren wir es halt nochmal, ja?
Da haben wir vergessen umzustellen. Self-owned. Eieiei. Gut. Dann. Mach mal aus für heute. Mir reicht's. Allein spielen ist nicht mein Ding. Das dürftet ihr wissen. Aber okay. Soll halt so sein. Sollte halt so sein. Dann, ja. Lassen wir das. Für die Woche bin ich auf jeden Fall raus. Mit viel, viel Glück am Sonntag. Weil die nächsten zwei Abende bin ich nicht da. Vielleicht erfreut euch ja wer anders. Aus der Community will ich aber auch bezweifeln. Ja, weil ich streame lieber, wenn alle streamen und nicht, wenn keiner streamt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein und ja, wünsche euch eine angenehme Nacht, Restabend, was auch immer. Schönes Wochenende für alle, die irgendwas vorhaben oder zocken oder was auch immer. Und ja, nächste Zeiten gibt's auf Facebook. Ich komme wieder, keine Frage. In dem Sinne, good night, good fight, good luck, have fun.